Zurück bei Lost Sphere sind wir auf der Suche nach Lumina und den anderen Leuten, die irgendwie verloren gegangen sind. Und ich werde hier mit meinem Vulkus-Suit definitiv durchgehen. Oh, Moosänderung. Gut, ich brauche erstmal Moosänderung. Bronzeerz. Und ich werde, wie gesagt, definitiv... Hallo? Hm. Die Brücke ist hinüber. Hier kommen wir nicht weiter. Wir müssen wohl einen anderen Weg finden. Zurück, Kanata. Was? Was hast du vor? Okay. Weißt du, hättest du mich gewarnt, wäre ich nicht nass geworden. Er hat dich gewarnt. Zurück. Ich habe dich nicht gewarnt. Es hat funktioniert, oder? Sei nicht so kleinlich. Und er hat dich trotzdem gewarnt, Kanata. Ja, es war so klar. Ach, komm. So, die beiden sind hoffentlich dann weg. Ja. Und der ist auch weg. Oh, Moosänderung ist dabei. Wunderbar. So, zurück. Und jetzt haben wir die Moosänderung. Jetzt kann ich das endlich da wieder herstellen. Was auch immer das sein soll, ist wahrscheinlich auch irgendein Stein. Kurioses Erz. Okay. Kurios. Rüber geht es. Und hier lang. Ich weiß aber noch nicht. Wie komme ich denn da hoch? Kann ich den hier immer ausweichen? Na, ich kann den zwar ausweichen. Ach, schade, rüber kann ich nicht. Oh, da sind noch irgendwelche Schneckentypen. Interessant. In diese Richtung können wir nicht gehen. Geh zurück, Kanata. Komm. Versuchen wir es noch einmal. Dann mach endlich Platz. Aber gern. Zack. Es sind trotzdem beide nass geworden. Also wenn er das jetzt nicht abbekommen hat, dann weiß ich es auch nicht. Irgendwelche kleinen Krebse. So. Hier ist nix. Was ist das? Ich sehe vor uns einen Weg. Könnten wir den verlorenen Eingang wiederherstellen? Machst du Witze? Dies ist der einzige Durchgang, ist ideal für einen Hinterhalt. Viel zu riskant. Suchen wir jetzt einen anderen Weg. Es muss einen geben. Vielleicht hast du recht. Andererseits. Hey, du willst doch nicht ernsthaft. Kanata. Das ist ein Gazentennest. Das sehe ich auch. Aber wir haben keine andere Wahl. Wir müssen da durch. Was sagst du einfach? Ich habe doch gesagt, wir sollten einen anderen Weg suchen. Und noch mehr Zeit vertrödeln? Außerdem, bist du ja hier, Wann? Ich? Ich bin ein Ass im Ärmel, das unser Überleben sichert? Ich finde den Plan gar nicht so schlecht. Das ist kein Plan, das ist das Gebrabbel eines Irren, der gleich von Killerenten zerfleischt wird. Ja, das könnte wohl richtig sein.
Oh, X-Schlag. Wunderbar. Und tschüss. Das war doch easy. Ha, einen anderen Weg zu suchen hätte Zeit gespart. Wegen dir wären wir fast alle Entenfutter gewesen. Hörst du mir überhaupt zu? Schau mal da drüben, ich sehe einen Eingang. Grinst nicht so, du hast das Glück, dass ich dich nicht an die Enten verfüttert habe. Eines Tages wird das Glück dich im Stich lassen. Und dann hoffe ich, dass du da bist, um mich zu retten, Wann. Ach, wer es glaubt. Warum stößt du dich Hals über den Kopf in jede Gefahr? Willst du so jung ein Märtyrer werden? Also, immer wenn es um deine Freunde geht, verlierst du gleich den Kopf? Ich schätze, darin sind wir uns ähnlich, was, Wann? Los, suchen wir weiter nach den anderen. Aber da ist noch ein Weg hoch. Ah, da hinten ist ein Punkt zum Speichern. Phönix-Trank, was ist denn hier? Hier ist auch was verloren wieder. Es sind hier schon wieder so viele Wege. Warum müssen das immer so viele Wege sein? Kann mir das mal jemand erklären? Schon ohne, dass ich was sage oder was. Mal sehen. Bitte sehr. Hm. Und wieder sind wir das geworden. Ne, dann gehe ich doch erst zum Speicherpunkt. Ach, warum kann ich da nicht einfach rüber, hä? Wäre das zu einfach? Wäre das zu einfach? Ja, das wäre zu einfach. Dann hole ich mir doch erstmal den Speicherpunkt. Weil ich kann mich gerade wirklich nicht entscheiden. Links lang, rechts lang, das ist alles gerade so viele Wege. Ich hätte ja doch noch links gehen können, ne? Toll. Meine ganzen Gleitern sind alle... hier. Warte, was ist das da vor uns? Ist das... Lumina, Leute! Was zum... Bleibt, wo ihr seid. Wir haben euch ruckzuck befreit. Das glaube ich nicht. Ich spüre etwas. Diese Präsenz kenne ich. Genau. Ich hatte dasselbe Gefühl, als wir das Artefakt bei Villa gefunden. Dieselbe unheilvolle Aura. Zeit für ein paar Antworten. Sind das unsere Freunde da oben? Ist das dein Werk, Tänzerin? So ist es. Und ihr verderbt mir meinen großen Auftritt. Ihr ruiniert alles. Ohne euch bliebe das Dorf in der Zeitschleife gefangen. Und ich stünde für immer unangefochten im Rampenlicht. Schluss damit. Ihr steht mir nicht mehr die Schau. Was hast du vor? Wird Zeit, dass ihr mein wahres Ich kennenlernt. Bühne frei für das große Finale. Zu zweit? Ich fand dich ja gleich flatterhaft, aber das, alter Falter. Diese Wortwitze von ihm. Aber warum? Was haben wir die Menschen je getan? Meine Eier, sie zerbrachen alle meine kostbaren Eier. Die Dorfbewohner müssen dafür büßen. Für meine Kleinen gibt es keinen Morgen. Und für diesen Mörder auch nicht. Sie dürfen keine Zukunft haben. Keine Zukunft? Aber wie geht das? Ich lege alle 100 Jahre Eier. Darum stecke ich das Dorf für 100 Jahre in ein Gefängnis namens Heute. Und sauge den Bewohnern ihre Energie aus, bis ich wieder Eier legen kann. Alles klar. Eine Tragödie, die Rachsucht gebiert. Hm. Schade nur, dass das geplante Ende ins Wasser fällt. Und hättest mich beim ersten Mal töten müssen. Gib unsere Freunden und den Dorfbewohnern ihr Leben zurück. Du hast sie genug bestraft. Oh nein, mein Lieber. Das reicht nicht. Was soll ich mir zu dem Dessert gönnen? Der Hauptgang seid ihr. Die Dorfbewohner mögen falsch gehandelt haben. Aber das ist kein Grund, ihnen die Zukunft zu stehlen. Ich möchte jetzt nichts sagen, ne? Aber zu zweit fühle ich mich doch ein bisschen... ja... sehr in der Unterzahl bei so einem großen Boss. Okay, Kausalität ist eure. Oh, jetzt verletzt sie ihn schon wieder. Aber muss es immer Wann erwischen? Ach, muss ich ja ganz normal angreifen. Oh, warum nicht kritisch?
Ach schade, hätte ruhig zweimal angreifen können. Was? Willst du mich auf den Arm nehmen? Verfehlt. Na super. Die heilt sich mal eben mit 1000 hoch. Ich zähle die Vulkus-Suits an. Geht nicht anders. Gegenstand, dann Trank und... Ja. So. X-Schlag. Wunderbar, das hat gesessen. Metamorphose. Was? Gib mir schnell den Trank. Okay. Oh, der hat's gut gesessen. Er hat getroffen. So. Gegenstand. Trank gebe ich mal ihm. Kann ich aber nicht. Ah, wir haben gewonnen. Ein Flatterschlüssel. Okay. Neues Artefaktwissen erhalten. Pantheon, Voraussicht, Kuriosität und Hingabe. Flatterschlüssel erhalten. Geht's allen gut? Kanata, wann... Dass ihr wirklich hier seid? Wir haben versagt, sie hat uns übertölpelt. Zu spät erkannt. Wir, dass es mit ihrer Spur aus Schuppen auf sich hatte. Wir hielten sie für eine Fährte zu ihr, aber es handelte sich nur um ein Schlafmittel. Ich schäme mich, dass es so weit kam. Es tut mir leid. Und ich nenne mich Kriegsmaid. Eine schöne Hilfe bin ich. Tut mir leid, Leute. Hört auf, euch deswegen zu grämen. Ihr Hass, ihr Zorn, ihr Kummer. All das war stark genug, ein ganzes Dorf in ihren Bann zu ziehen. Trotzdem darf sie niemand die Zukunft stehlen. Was ihr auch zugestoßen sein mag, ihr Tun ist durch nichts zu rechtfertigen. Wie kann man überhaupt das Morgen stehlen? Kanata, dieses Artefakt, das wir vor unserem Ankunft auf Vilja fanden. Du hast es auch gespürt, nicht wahr, Dianto? Was gespürt? Die Aura, die davon ausging. Das Monster verströmte dieselbe Energie. Ich bin raus. Der Geist formt die Erinnerung, aber nicht alle sind gleich. Es gibt auch Böse. Und ihr wilder Hass hat dieses Artefakt hervorgebracht. Vielleicht war es das Artefakt, das es ihr erlaubte, dem Dorf das Morgen zu stehlen. So war das also, wie? Dann ist klar, was das zu tun ist. Wir müssen dieses Artefakt wiederherstellen. Das Monster ist weg, also können wir es einfach einsammeln. Danke, jetzt ist die Gruppe wieder vollzählig. Aber jetzt hat ihr die Gruppe wieder so doof zusammengesetzt, ne? Ja. Ich wollte nicht Lumina haben, ich wollte dafür Galdra drin haben. Danke. Ja, mach mal so. So, jetzt kann ich auch die anderen Wege gehen, das finde ich ganz praktisch. Jetzt nur überlegen, gehe ich rechts lang oder links lang? Ich gehe rechts lang. Und gehe hier rüber und gucke mal, was wir hier haben. Ah, noch mehr dieser blöden Gänse. Aber da ist die Truhe. Eine Schatzkiste. Die wollen wir doch mal öffnen. Und da haben wir drin den Berserk. Oh, den Berserker. Gucken wir gleich mal. Ausrüstung, Berserker ist was für ihn. Der Schwere, und wenn er jetzt den Berserker anlegt,
Gut, wenn ich den dann noch ausrüste später, das könnte funktionieren. Nehmen wir den mal mit. Nee. Mm-mm. Ich war gerade überlegen, ob ich die wirklich angreife. Theoretisch mache ich das normalerweise mal gerne, aber ja, diesmal nicht. Während ich hochkletter, gehen wir noch den Weg links lang. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer True, haut rein. Tschö, tschö.